gemacht, die auch bereitet, also die inhaltliche Vorbereitung, die berühmt-berüchtigten Top 42 mir auszudenken. Das war eine äußerst belastende Phase. Innerhalb des Bundesforschungs hatte ich in den ersten Monaten eine Aufgabe, die auch auslaufen war. Das war das Thema Koordination von Wahlkämpfen. Da habe ich unter anderem in Bremen, in Niedersachsen für die Kommunalwahl, in Mecklenburg-Vorpommern beim DAS-Camp teilgenommen und natürlich auch in Berlin Wahlkampf unterstützt. Das war aber eher eine unterstützende Tätigkeit, Wahlkampf war schon im vollen Gange. Das war dann in der Folge der Schleswig-Holstein-Wahlkampf, als eigentlich einziger Wahlkampf dieses Jahr, den ich mich recht intensiv gekümmert habe, war hier auch von mehreren Landesparteitagen, auf der Wirtschaftskonferenz und wieder in anderen Terminen. Das war der Stand bis ungefähr Mitte Januar.